Ich bin Ree Drummond. Alle meine Rezepte werden getestet von Cowboys, hungrigen Kindern und mir. Und das gibt's heute. Zum Frühstück mache ich ein Schinken-Käsebrot. Ideal für einen guten Start in den Tag. Mittags geht nichts über Penne mit Pecorino. Knusprig frittierter Mozzarella ist ein unwiderstehlicher Snack zu jeder Tageszeit. Willkommen bei mir. Ich werde oft nach unkomplizierten Rezepten gefragt. Deshalb gibt es heute ein paar Gerichte mit nur drei Zutaten. Und ich beginne mit einem leckeren Frühstücksbrot. Schinken-Käsebrot schmeckt unwahrscheinlich gut. Und das mit nur drei Zutaten. Man könnte denken, es wäre viel komplizierter. Ich reibe hier irischen Cheddar. Das Schöne an dem Brot ist, dass man jeden Käse nehmen kann. Ich denke, das reicht. Nun rolle ich den Teig aus. Was das Rezept so einfach macht, ist, dass ich gefrorenen Brotteig nehme, den ich aufgetaut habe. Er ist noch nicht aufgegangen. Der richtige Zeitpunkt zum Ausrollen. Ich habe die Platte eingemehlt und rolle ihn so flach wie möglich aus. Gefrorenen Brotteig solltet ihr unbedingt mal ausprobieren. Der ist einfach sensationell. Ich verwende ihn für Gerichte wie Schinken-Käsebrot, aber auch als Pizzateig. Das funktioniert super. Die Größe passt. Ich lege zuerst den gekochten Schinken drauf, der sehr dünn geschnitten ist. Ich lasse die Scheiben überlappen und bedecke damit den gesamten Brotteig. Ich finde die Rezepte mit drei Zutaten wirklich genial. Aber manchmal brauche ich noch ein paar Extras wie Öl, Salz und Pfeffer. Wenn man die nicht verwenden darf, ist es fast unmöglich, Rezepte mit drei Zutaten zu entwickeln. Der Teig ist ganz mit Schinken bedeckt. Ich habe nur einen kleinen Rand gelassen. Und nun streue ich den leckeren irischen Cheddar drauf. Alles auf den Schinken. Der Rand soll frei bleiben. Ich drücke den Käse fest auf den Schinken. Und nun rolle ich den Teig ein. Das geht so einfach. Der Trick dabei ist, den Teig so eng wie möglich zu rollen, damit keine größeren Luftlöcher entstehen. Ich mache es ganz straff. Köstlich. Dann drücke ich die Enden so fest wie möglich zusammen. Der Saum ist geschlossen. Nun lege ich die Rolle in eine Kastenform, die ich gut eingefettet habe. Und ab in den Ofen. Das Brot backt eine Stunde bei 160 Grad. Wenn es schön goldbraun ist, lasse ich es auf der Arbeitsplatte 10 Minuten abkühlen. Ich muss euch unbedingt zeigen, wie es innen aussieht. Ich hole es aus der Form. Das ist der Grund, warum ich sie vorher eingefettet habe. Ich schneide das Ende ab. Und dann mal sehen. And let's just take a look. Oh my ever loving goodness. That looks Das sieht einfach fantastisch aus. Und es schmeckt warm oder auch bei Raumtemperatur toll. Also great at room temperature. Okay, das war das Frühstück. Nun bereite ich ein Lunch zu, ebenfalls mit nur drei Zutaten. Ich liebe Penne Pecorino. Es ist ein simples Pasta-Gericht mit drei Zutaten, das ich sehr oft koche. Ich habe zwei aufgeschnittene Zwiebeln in Butter angebraten und lasse sie richtig karamellisieren. Sie brutzeln in der Pfanne. Inzwischen habe ich schon die Penne gekocht. Man kann natürlich jede Art Pasta verwenden. Ich gebe die Pasta in die Pfanne mit den Zwiebeln. Da ich ein wenig Soße haben möchte, gebe ich einen Schöpflöffel Nudelwasser hinzu. Es enthält viel Stärke. Noch ein wenig. Das schadet nicht. Ich rühre um und vermenge die Zwiebeln mit der Pasta. Das allein ist schon ein tolles Gericht. Nun lasse ich die Soße etwas eindicken.
In der Zwischenzeit reibe ich den Pecorino. Ich verwende Pecorino Romano, deshalb heißt das Gericht Penne Pecorino. Ich reibe ihn auf der groben Seite, denn ich will große Flocken in der Pasta. Er ähnelt Parmesan, ist aber etwas salziger und schärfer. Wenn man ihnen ein Gericht gibt, darf man es nicht zu stark salzen. Ein schöner Berg Pecorino Romano. Ich streue ihn drüber und rühre kurz um. Die Soße ist so schön eingedeckt. Nun male ich zusätzlich noch frischen schwarzen Pfeffer darüber. Das ist ein Extra, bitte nicht schimpfen. Und eine Prise Salz. Ich lasse den Pecorino nicht ganz schmelzen, denn ich liebe diese Flocken hier drin. Das ist die perfekte Pasta. Alle guten Dinge sind drei. Ich liebe es, euch meine drei Zutatenrezepte vorzustellen. Mehr braucht es doch nicht. Das nächste ist ein Fingerfood, das süchtig macht. Da bleibt es sicher nicht nur bei einem. Alle lieben frittierte Mozzarella-Sticks. Wirklich jeder, den ich kenne. Ich zeige euch, wie man sie mit Frühlingsrollenteig macht. Dadurch bleibt das Chaos in der Küche überschaubar, man spart Zeit und man braucht nur drei Zutaten. Und das ist gut. Ich habe den Teig flach ausgelegt und die Ränder mit Wasser eingestrichen. So kleben sie zusammen. Nun nehme ich eine Mozzarella-Stange, die ich auf die Ecke lege und sehr eng in den Teig einrolle. Wenn ich bei der Hälfte bin, schlage ich die Ecken nach innen, rolle weiter und klappe die Ränder ein, falls noch etwas heraussteht. Und durch das Wasser klebt alles wunderbar zusammen. Sind die nicht hübsch? Nun rolle ich noch 11 Stück und dann geht es weiter. Wenn alle Röllchen fertig sind, frittiere ich sie für 1,5 Minuten in Öl, das zu meinen Extra-Zutaten gehört. In der Zwischenzeit wärme ich ein Glas Marinara-Soße auf. Zutat Nummer 3, die ebenfalls Zeit spart. Ich wende die Mozzarella-Sticks, damit sie gleichmäßig goldbraun werden. Lasse sie auf einem Papiertuch abtropfen und richte sie auf einem Servierteller an. Die sind so wunderbar knusprig und sie gelingen einfach immer. Natürlich weiß jedes Kind, dass man frittierten Mozzarella mit Marinara-Soße serviert. Ich gieße sie in eine kleine Schale. Gekaufte Marinara hat mir schon viel Zeit gespart. Ich verwende sie dauernd. Und schon ist mein herrlicher Snack fertig.